Die Schlagernews des Tages im Gala-Ticker. Florian Silbereisen spricht über Herzschmerz ++. Kerstin Ott gibt intime Einblicke ++. Florian Silbereisen spricht von einem waghalsigen Stunt, der schief ging. Schlager 2022. Alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker. 17. April 2022. Florian Silbereisen erinnert sich bei DSDS an Liebeskummer. Überraschend offene Worte von Florian Silbereisen, 410. In der Castingshow Deutschland sucht den Superstar spricht der Schlagerstar plötzlich offen über Liebeskummer. Genauso ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen, sagte Silbereisen am Samstag 16. April 2022, nachdem ein Kandidat die 80er-Jahre-Ballade Hold Me Now von Johnny Logan gesungen hatte. Dass der 17-Jährige bei diesem Lied noch lachen könne, liege wohl daran, dass er selbst noch keine Trennung erleben musste, mutmaßte Florian Silbereisen. Denn dabei vergehe einem das Lachen, so der 40-Jährige. Eine Anspielung auf seine Trennung von Helene Fischer, 37, im Jahr 2018, 16. April 2022. Kerstin Ott verrät nervigste Angewohnheit. Kerstin Ott, 40, singt in ihrem neuen Song Ich will alles um Gefühle und Gewohnheiten. Im Interview mit T-Online spricht die Sängerin jetzt über ihre ganz persönliche Gefühlswelt. Gefühle zu zeigen, fällt mir schon ab und zu schwer. Aber es kommt natürlich darauf an, in welcher Umgebung ich mich befinde. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, gelingt mir das problemlos, verrät die 40-Jährige. Und was ist ihre nervigste Angewohnheit? Ich bin eine schreckliche Autofahrerin. Ich fahre gut Auto, aber ich habe eine extrem kurze Zündschnur. Auch als Beifahrerin mache ich keine gute Figur. Ich kralle mich fest, bremse mit und erschrecke mich sehr oft, sagt Ott und erklärt, dass ihre Frau herausgefunden habe, dass sie beim Autofahren viele Aggressionen abbaue und das wohl als Ventil nutzt. 15. April 2022. Florian Silbereisen. Ich habe mir bei einem Motorradstunt in unserer Show das Bein gebrochen. Florian Silbereisen, 40, hat beruflich einen vollen Terminkalender. Dennoch findet der Schlagerstar immer wieder Zeit für seine privaten Leidenschaften und Hobbys. Der Ausgleich zum Showbusiness liege für den 40-Jährigen vor allem in der Natur.